Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Crash Bandicoot. Weiter geht's nach Upstream. Ja, und ich muss auch leider jetzt immer dann speichern, wenn ich in ein Bonuslevel reingekommen bin. Ist auch ein bisschen blöd. So, wir fangen gleich an mit Aquaku und dem ersten Wasserlevel. Und gleich verrecken wir auch mal. Und ich habe nur 4 Leben. Da muss ich drauf achten jetzt. Da muss ich jetzt extrem drauf achten. Vor allem muss ich mich immer noch an diese Crash Bandicoot gewöhnen. Ne? Der möchte immer noch nicht so ganz, wie ich das möchte, aber das ist ja nur ein halb kleines Problem. Ich hoffe, da oben war jetzt keine Kiste. Nein. War es nicht. Und ich werde gleich mal von einem Fisch attackiert. Wow, verdammt. Na gut, da können wir das schon mal abhaken. Alter, abhaken. So, jetzt aber Konzentration hier. Puh, ich springe aber zu weit. So, 2 Bonus-Level-Teile haben wir schon. Puh, geschafft. Puh. Nein, 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 cool bleiben. Jetzt gehen wir erst. Das wird wahrscheinlich das dritte sein. Juhu! Bonus Level! Bonus Round! Juhu! Oha! Konzentration. Oha! Das ging fast schon wieder schief. Puh, 30% haben wir schon geschafft. So, und ab hier dürfte ich wieder, speichern. Das war richtiges Speichern. Yes, overwrite, saving. Und dann geht's schön weiter hier mit Crash Bandicoot. Upstream. Das war ja, warum das Level auch so heißt. Weil das ist ein Scheiß-Level. Ha? Zack. Natürlich finden wir jetzt schon Kisten. Das war knapp. Aber wir kriegen eh nicht alle Kisten, weil wir brauchen den gelben Edelstein. Also von daher nicht ganz so schlimm. So, nächstes Level. Papu Papu, das ist ein Bosskampf. Bekannt aus Crash Bash. Aufwachen, aufwachen. Papu Papu, aufwachen. Oh Gott, wie geht der? Ah. Ah, auf den Kopf springen, okay. Ich treffe den nicht richtig, was ist denn das? Yeah! Okay, boom! Geschafft! Und mit 2 Aquaku verbraucht. Oh mein Gott! Rolling Stones! Ist das nicht eine Musikband eigentlich? Rolling Stones? Das weiß ich, wo die Namen haben. So, am besten ist mal wieder ein Level abschließen, ohne zu verrecken. Aber das ist so wieder natürlich wie immer die Kunst. Ah, wir haben auch hier ein Bonus-Level. Sehr schön. Sehr, sehr schön, so. Okay, so was Crash, guck mal nach, guck mal nach. Ah, okay, den haben wir auch. Den Mr. Breo. Den gibt es also hier auch. Und Breo ist gemein, aber ich brauche Cortex. Ich wusste es, dass das schief geht. Wo ist hier der Haken an der Geschichte? Ich hoffe, es wurden alle Kisten mitgenommen, sonst drehe ich durch, wenn nicht. Ich dachte, da wäre ein Abgrund. Glück gehabt.
Okay, zweites Ding. Also die Level, die werden nicht einfacher. Fuck! Ach, da noch bekommen. Geht das Ding schon nach unten? Ja, wenn ich drauf gehe. Bonus Level! Yeah, baby! Oh, schickali! So. Wie sieht das Bonus Level aus? Rolling Stones. Fucking, ey. Yo, fuck. Ich weiß nicht, ob... Ah, die Kisten zählen dazu. Ah, scheiße. Oh, das war auch eine gemeine Skelle. Ich glaube, den Breo kriege ich nicht voll. Und da haben wir einen Akku verloren. Ja, eben habe ich einen übersehen oder abgeschossen. Aber auf jeden Fall habe ich nicht alle Kisten. But you're missing. Oh, 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 oh. 13. Haben wir das von längeres Bonus-Level? Kann das sein? Ich habe jetzt keinen Edelstein gesehen. Nein! Wir machen das Level nochmal. Rolling Stones. Hockwild. Das sagt schon alles. Ey, wildes Reiten. Ey, oh, Gottes Willen. Außerdem interessiert mich mit dem Brio, ob ich da die Gebräuterkisten auch. Okay, auf jeden Fall komme ich nochmal in das Bonus-Level rein. Das ist schon mal ganz wichtig. Okay, die Checkkiste macht er nicht auf. Ging gut. Vielleicht sollte ich jetzt nicht ganz so viel speeden. Weil genau jetzt die Wirkung nachgelassen hat. Das Level! Da muss ich mich, wahrscheinlich konzentrieren. Das ist nicht schön. So, jetzt aber. Nein! Oh, warum kann man denn nach hinten springen? Das ist doch so beschissen. Das war auf jeden Fall, wo ich die Kisten liegen gelassen habe, im Bonus-Level, ey. Nein! Jetzt bin ich super popopo gegangen. Da wollte ich gar nicht hin. Den wollte ich nicht nochmal besiegen. Nein. Sorry für die Verdrücker. Ey, es muss aber so sein. Ey, nein, ich wollte mich nicht verdrücken. Ich wollte zurück zu den Rolling Stones dieser Welt. Ach, ich habe kein Akku-Akku. Oh, wie nett, ey. Das Bonus-Level ist auch nicht mehr das leichteste gewesen jetzt. Aber hier kriegt man doch, freundlicherweise viele, viele Akkus geschenkt. Was ja in den nächsten Teilen jetzt eigentlich nicht mehr so oft der Fall war. Diesmal wird hier mal nicht weggeschossen. Und das ist auch ein bisschen fies noch im ersten Teil hier. Danke. Mich müsste ich mal in der Mitte der, Nee, alles weg, okay. Können wir weitergehen. Ich muss mich ja echt wahrscheinlich konzentrieren, das ist... Uah! Da fehlt nicht viel. Da muss man durchwaschen, da muss man echt durchwaschen.
und am besten nicht verrecken. Doch, das ist mir leider passiert. Ich hatte schon Checkpoint ausgelöst. Nein! Vorhin hat es auch wunderbar geklappt und jetzt, nein, klappt es mal wieder nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Nur in der Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Nur nicht bei mir. So, erst das Bonusteil. Weiter geht's. Ja, diesen Kopf da von Mr. Brio. Den gab es dann auch schon im ersten Teil. Im ersten Teil habe ich noch gar nicht erwähnt. Und nicht erst im zweiten Teil. So, Checkpoint ausgelöst, ist das Verrecken nicht mehr erlaubt. Ich krieg die Kisten sofort mit, ey, das ist doch. Okay, in der Mitte war gerade ein extra Leben, jetzt nicht mehr. Okay, alles platt. Das kenne ich auch noch aus den vorigen, aus den späteren Teilen, dass die Kisten nicht immer alle kaputt gehen. So. Zweiter Bonus-Level-Kopf. Kurze Pause eingelegt und dann geht's weiter. Wahrscheinlich ist oben der Brio-Kopf noch drin. Bonus Level! Geht's aber, kommt jetzt. Jetzt oder nie, jetzt muss es funktionieren. Sonst drehe ich noch durch. Jawohl. Ganz cool bleiben. Mann, ey! Da war ich jetzt mal so gut und so weit. Dann drückst du aus, was er nach vorne und schon springt der Arsch nach vorne, ey. Oh Gott, ich will diese Bonus-Level hier noch am meisten verfluchen, ey. Ah, immerhin habe ich noch den Akku bekommen, okay. So. Wie gesagt, das Level zu so ohne zu verrecken zu schaffen ist möglich. Nur halt, ja, die Konzentration dafür erstmal aufbringen. So, 15 Leben habe ich auch schon gesammelt. Auch schön, toll. Hilft mir aber jetzt gerade nicht gerade viel. Hilft mir jetzt gerade aber nicht viel. Tja. Ich habe halt erst den Akku genommen. Zweites Teilchen. Man muss halt echt aufpassen, wenn man ja echt der super Akku hat. Weil der springt doch nicht so. Das ist auch so blöd. Und Bonus Round! Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Stelle schon gesehen haben. Aber weiter geht's. Jetzt aber. Ey, das war ich automatisch! Ach Gott, ey, das kann so nicht sein! Das kann nicht sein! Die Rolling Stones wollen mich verarschen! Die wollen mich wirklich hier verarschen! Also hier ist kein Kopf versteckt, nein. Ich krieg dann nachher die Krise, wenn ich echt eine Kiste vergessen habe. Ah, ich habe beide Kisten, glaube ich. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ganz tolle Kacke. Also das ist halt der Nachteil, wenn man echt den Super Akku hat, dann kriegt man echt zu viel. Jetzt komm, jetzt will ich dieses Level irgendwie mal abschließen, ey.
Also das ist schon, das ist ja schon, na gut, das ist nicht mehr Level 1, ja, wo es noch mal so peinlich war. Aber es ist auch nicht gerade ein schweres Level. Ich vergeig's halt am Bonus-Level, das ist halt das Problem. Weil ich einfach es gewohnt bin, nach einmal drehen und eine nach vorne Taste oder nach hinten Taste zu drücken. Das muss ich halt doch irgendwie abschalten. Okay, die ging wieder in die Luft. Da warte ich nochmal ganz kurz. Geh lieber weiter, geh lieber weiter. Ja, alles ist weg. Wenn man das Level kennt, dann ist man immer vorsichtiger, warum auch immer. Also, ja gut, weil man die Gefahr noch kennt. So, zweiter Kopf. Die sind, glaube ich, nicht synchron. Die laufen beide nicht als synchron. Stimmt, ist da oben der Kopf noch drin, ey. Also, wundern wird's mich nicht. So, jetzt aber komm, Bonus Round! Jetzt aber volle Konzentration, kein Gelaber, ey! So. Eins. Nein! Oh Mann, ey, das nervt! Oh, vor allem verreck an so einer kleinen, vergammelten Bissstelle, ey. Das kann's nicht sein! Das kann's nicht sein! Ich verkacke an so Biss-Bonus-Level! Und das regt mich auf. Das regt mich auf. Das regt mich mittlerweile echt auf, so jetzt aber. Ja, beides bekommen. So, Checkpoint ausgelöst, weiter geht's. Hä, wieso habe ich jetzt einen Rückflash bekommen? Oh Mann, ey. Wo soll ich weitermachen? Komm, wir machen weiter, oder?